Und heute haben wir eine Legende hier im Kaffeepuls. Sie hat Welthits geschrieben und gesungen. Amadeus, Kommissar oder Genie, sein Name Falco. Da wälzt er allerdings in dem Fall nur an der Wand. Wobei, er war schon irgendwie zurück, jetzt kürzlich in seinem Wiener Stammlokal. Legend never dies und wird in dieser Nacht sogar wieder lebendig. Die Falco-Nacht im U4 lässt den österreichischen Weltstar 25 Jahre nach seinem Tod noch einmal hochleben. Rund um die Originalband des Ausnahmekünstlers stimmen KünstlerInnen wie Roman Gregory, Edita Malovcic, Georgi Makazaria und Gero seine größten Hits noch einmal an. In seiner ehemaligen Stammdisco in Wien-Meidling versammeln sich dabei die, die von Anfang an beim kometenhaften Aufstieg des Falken dabei waren. Hier haben wir auch gefeiert, wenn er neue Platten, also den Kommissar, die erste Single gemacht hat. Da sind wir da gestanden und haben miteinander wie immer ein Whisky-Cola getrunken. Hans Hölzel, wie Falco mit bürgerlichem Namen geheißen hat, war aber nicht immer nur zum Feiern aufgelegt. Er war wirklich ein bedankt, kann man sagen, in der Arbeit, und das hat ihn auch ausgezeichnet. Man hat immer gewusst, es geht wirklich um was. Also es war nie ein Larifari und es war immer auch ein Genuss, mit ihm professionell zu arbeiten. Eine Zusammenarbeit, die leider viel zu früh und plötzlich endet. 6. Februar 1998. Falco stirbt mit nur 40 Jahren bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Eine Tragödie, die die ganze Musikwelt erschüttert. Ich war noch im Bett, es war in der Früh, und ich habe einen Anruf bekommen von unserer ehemaligen Bandbetreuerin, die mir das gesagt hat, und ich kann mich noch gut an das erinnern. Ich war in Heiligenblut auf Skiurlaub, habe gerade meine Familie eingepackt und am Weg nach Wien habe ich die Nachrichten gehört, und ja, weiß ich genau, wo ich war. Jeder hat es im Kopf, was wäre heute? Klar, würde sich jeder wünschen, es gäbe dem noch. Und was war da noch gekommen? Und da waren auch eine Menge gekommen. Er war ja vor ihm saft. Also er ist ja mitten aus seinem Leben gerissen worden. An diesem Abend im U4 ist Falco aber wieder so präsent wie damals. Dank alter Konzerteinspieler gibt die Legende zusammen mit seiner alten Band und den KünstlerInnen auf der Bühne seine Welthits zum Besten. Wenn ich dann rüberschaue auf die Videoscreen und er kommt ins Bild, dann schnürt es mir ehrlich gesagt immer ein bisschen die Kehle zu. Ein unsterbliches Werk von einem unsterblichen Künstler. Es ist vor allem diese Zeitlosigkeit, die bis heute jede Altersklasse begeistert. Findest du, Falco spricht heute auch junge Menschen vor allem wieder an? Ja, besonders gerade das erste Album und auch so in den späteren Zeiten wieder diese etwas politischeren Lieder, definitiv. Einzigartig. Ich glaube, es gibt keinen, der ähnliche Musik macht, einfach geil. Falco ist einfach cool und zieht sich durch Generationen. Also die Kids, die jungen Kids sind genauso begeistert wie wir Oldies. Er ist ein Weltsuperstar und ein Export, ein österreichischer, ne? Kommt gleich hinter Mozart, oder? Falco, eine rot-weiß-rote Legende, die nicht nur an diesem besonderen Abend im U4, sondern wohl auch für immer weiterleben wird. Eine wahre Legende.